Moin, mein Freund der Chris Garage und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich richtig, der Postbote weiß ja mittlerweile, wo ich wohne. Er hat ein paar Pakete vorbeigebracht. Ein etwas längeres hier und etwas kleineres hier. In diesem Video geht es um RC Pocket Racer, eine Marke, die ich auf der Messe in Leipzig kennengelernt habe. Wurde dort vorgestellt, fand ich sehr interessant. Das Video dazu kommt auch noch. Leider weiß ich gerade nicht, wo meine Kamera ist und die Daten damit auch nicht da sind. Aber viel einfacher, ich habe das Ganze jetzt hier zu Hause. Hier drin befindet sich eine Strecke, in dem Paket hier ein Auto. Pocket Racer heißt klein. Ich würde mal sagen, wir packen das Ganze mal aus. Ich teste es dann auch mit euch zusammen, schauen mal, was dabei ist und gebe danach mein Fazit ab. Ich glaube, für die Winterzeit könnte das hier ein richtig spannendes Teil werden. Das lange Paket wurde mir zugestellt als leicht defekt. Ich hoffe mal, da drin ist alles okay. Ansonsten, ich mache jetzt mal so einen ganz lustigen Move. Ich schneide das hier mal in der Mitte auf. An so ein paar Stellen ist es nämlich gebrochen. Und hole jetzt hier eine schöne lange Wurst raus. Dann machen wir hier mal ab. Ich bin vorsichtig. Untergrund auf jeden Fall gut gummiert. Und hier haben wir auch noch einen. Hier drauf befindet sich, ich weiß gar nicht, wie ich es hier ausbreiten kann, muss ich gleich mit meinem Wohnzimmer machen. Ihr seht es aber hoffentlich, eine RC-Strecke und das Ganze in ziemlich groß. Hier sind auch noch ein paar Banden dabei. Wie das Ganze aufgebaut wird, zeige ich gleich mal. Freut mich auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir mal zu dem etwas spannenderen Teil hier rüber, das RC-Auto. Also mal einmal hier aufmachen, einmal hier oben. Das gab es in einem schönen Bundle. Also ihr könnt das, was hier drin ist, gleich einzeln. Und hier den Lieferschein rausholen. Einzeln kriegen oder in einem Set. Hier ist noch Papier mit bei. Hier haben wir ihn also, Pocket Racer, und zwar einen ziemlich coolen Bus. Ich würde jetzt sagen mal einen VW T2 Bus als Racer. Gibt es in verschiedenen Farben. Was jetzt hier drin ist, schauen wir uns mal an. Auch das hier, ansonsten Verpackung. Wir haben vorne drauf den schönen Drift von diesem coolen, so ein bisschen orange-blau hier angedeuteten, bisschen Gulf-Style-Käfer. Ziemlich cool. An der Seite ist noch drauf, ist eine Fernsteuerung, ist komplett mit dabei. Das Ganze kommt ready to run. 80 Minuten Laufzeit mit den Akkus, also richtig Vollgas-Action. Es gibt Licht, die Rennstrecke, Metallgetriebe, ein Ledsteil ist dabei. Es gibt Schocks, die verschiedenen Reifen noch, also richtig viel. Auf der Unterseite noch ein paar Infos. Oben drauf noch ein paar Infos zum Fahrzeug. Und hier drin ist die orangene Version, sehe ich schon, also ready to run. Also ihr könnt auch das Auto einzeln kaufen und dann halt ganz normal mit eurer Fernsteuerung binden, falls ihr verschiedene Modelle haben wollt. Aktuell haben sie, glaube ich, nur eine Farbe oder aktuell haben sie ein Modell, aber verschiedene Farben. Es wird aber schon für nächstes Jahr geguckt, dass da mehr Modelle kommen sollen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Race whenever you like. Das finde ich schon mal sehr cool, gerade bei schlechtem Wetter. Kann man das auf jeden Fall sehr gut auch drin machen. Ich habe die Strecke ja schon mal getestet, also ich weiß, was da auf mich zukommt. Jetzt nochmal hier. Ein sehr schicker schwarzer Karton auf jeden Fall. So, und dann haben wir alles, was hier drin ist. Also, wir haben eine Bedienungsanleitung auf Deutsch. Wir haben nochmal Teile für eine Strecke. Falls ihr so eine Strecke aufbauen wollt, haben wir ein paar Curves hier, Pylone, alles das, um nochmal eine kleine Strecke so aufzubauen. Dann, was ich ziemlich cool finde, gibt es dabei auch immer noch mal eine Karosserie, die theoretisch blank ist. Also sind hier noch die Anschraubteile, die Schrauben und noch so ein paar andere Lichteinsätze dabei. Aber wir haben einen sehr schönen Käfer, jetzt hier noch in Grau, den ihr euch selber lackieren könnt. Das heißt, falls ihr mehrere Modelle habt, könnt ihr euch die auch individualisieren, was ich ziemlich cool finde. In so klein und auf ABS-Kunststoff habe ich noch nie gearbeitet. Wird aber bestimmt spannend werden, da mal was mitzumachen. Dann sieht das hier auch schon ziemlich cool aus. Wir haben noch ein USB-C-Ladegerät. Wir haben eine richtig gute Fernsteuerung. Ich hatte sie schon in der Hand.
Wo komme ich ran? Wo geht die Tüte auf? Sogar schon mit Batterien drin. Könnt ihr hier rausziehen. Wie machen wir das? Mal Klappe auf, einmal rausziehen. Jetzt sind also die Batterien auf jeden Fall schon an. Ich kann mal gucken. Hier mache ich es an. Vibriert. Wir haben ziemlich viel Licht. Ich kann ziemlich viel einstellen an der Fernsteuerung auch. Ansonsten lässt sie sich gut greifen. Lenkrad lässt sich gut einfallen. Ich kann die Steuerung trimmen, das Gas trimmen. Habe auch eine kleine Grafik oben drauf, wo ich was gebe. Also kann man richtig viel einstellen. Plus mehrere Kanäle. Und dann noch das Highlight eigentlich. Der sehr, 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 sehr schöne Pocket Racer Bus in diesem Fall. Kommt sogar in so einem schönen Stand dazu. Auch der ist noch zu. Machen wir mal auf. Hier haben wir den kleinen Bus mit zwei Surfbrettern oben drauf. Marshall gleich 1:87, also könnte auch H0 Spur sein. Jetzt machen wir hier die Klappe auf. So. Dann kommen wir hier an einen kleinen Schraubenzieher, der mit dabei ist. Noch drei Ersatzschrauben. Das ganze Modell ist auch von unten verschraubt. Dafür ist natürlich der Schraubenzieher extrem gut. Ich glaube, das ist der gleiche, den ich gerade auch bei der Drohne hatte. Bei der DJI Neo. Der Schraubenzieher sieht auf jeden Fall genauso aus. Und hier haben wir das kleine Auto. Hier drin ist alles drin und das funktioniert richtig gut. Also ist nicht nur so spielzeugmäßig rechts, links voll, Gas, voll Bremse, sondern hiermit kann man richtig viel machen. Unten drunter der USB-C-Lader. Mal gucken, ob da schon ein bisschen Power drauf ist. Wo ist der An-Ausschalter? Jetzt haben wir Licht an. Ah, geht schon richtig los. Sieht auch mit dem Licht richtig geil aus. Können auch die verschiedenen Farben ändern. Es gibt verschiedene Geschwindigkeiten. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal runter, baue die Strecke auf und dann testen wir das gute Modell. Hi, da das Ding wahrscheinlich am meisten bei meinem Sohn gefahren wird, erstmal hier die Strecke aufbauen. Ah, passt ja perfekt ins Spielzimmer rein. Die Ding ist auch, Strecke ist richtig schön groß. Schöner Teppich mit Parkplätzen und Curbs. Ich kann schon mal direkt den Wagen hier draufstellen. Ja. Der Teppich ist 1,60 in der Länge mal 90 cm in der Länge. Mit drei Parkplätzen hier. So, ich baue jetzt mal die Curves an und dann drehen wir mal ein paar Runden. So, wir haben jetzt hier eine lange Schiene sozusagen aus auch so einem weichen Schaumstoffmaterial, aber von außen mit gummierter Fläche und auf der Unterseite ist eine Klebekante und die kann man jetzt einfach sozusagen hier abziehen und dann auf die Strecke kleben, so ein bisschen der Form hier folgen. Das geht schon ganz cool. Den Curve lasse ich mal so ein bisschen, dann kann man hier abkürzen. Hält auf jeden Fall ziemlich gut. Ich mache das Ganze jetzt mal passend. So, ich habe jetzt die ganze Strecke aufgebaut, habe mir überall Außenbanden dran gemacht. Ihr seht ja fast die ganze Strecke. Hier unten ist mein Wagen. Hier noch mal ein bisschen zur Fernsteuerung. Das Ganze funktioniert ganz proportional. Es gibt drei verschiedene Geschwindigkeiten auch, die man einstellen kann. Was ich auch ziemlich spannend finde, also jetzt die Strecke ist ja schon ziemlich cool hier. Kann man mit mehreren Autos natürlich hier drauf fahren. Jetzt kann ich nur Rundenzeiten nehmen.
Aber mit mehreren Fahrern macht es auf jeden Fall Spaß. Und was mir auch schon gesagt wurde, die sind gerade dabei, eine lizenzierte Strecke sozusagen nachzubauen. Mit den Banden funktioniert auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich finde es auch cooler als Carrera. Sage jetzt mal einfach so, weil man einfach doch ein bisschen freier hier gestellt ist. Man kann mit den Dingern natürlich auch super auf dem Schreibtisch rumfahren. Oder im Wohnzimmer, der Boden ist eigentlich egal. So, der kleine Pocket Racer. Mir hat da sehr viel Spaß gemacht. Ich werde sehr viel damit trainieren. Ich werde auch mal ein paar Freunde hier einladen und kleine Wettrennen machen. Mal gucken, wer die schnellsten Zeiten hat. Ich finde das Licht ziemlich cool. Ich finde den Wagen ziemlich cool. Es gibt ihn in verschiedenen Farben. Bald soll noch, glaube ich, ein Ford Mustang auch dazukommen. Die Steuerung ist sehr gut. Man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, weil der doch sehr schnell ist. Auf der kleinen Strecke hat er sehr gut Grip. Lässt sich aber auch überall anders gut fahren. Wenn ihr mehr zu dem Produkt hier erfahren wollt, schreibt mich gerne an. Ansonsten verlinke ich alles, was ich schon finden kann, unten drunter. Die Marke ist noch ganz neu, hat keine eigene Webseite aktuell, ist aber im Aufbau, also das trage ich nach. Ansonsten, es macht richtig viel Spaß. Vielleicht das Richtige noch für Weihnachten. Gibt es, glaube ich, auch im Set mit zwei Autos und der Rennstrecke. Da kann man richtig viel Spaß haben. Ist eine echt gute Alternative zu Carrera-Rennbahnen. Und für RC-Liebhaber, die Rennen fahren wollen, aber nicht unbedingt immer die Strecke vor der Haustür haben oder ein bisschen fahren wollen. Ich hoffe, euch hat das erste Video von mit dem Test gefallen. Ich werde auch mal bald irgendwie so ein Rennen hochladen. Mal gucken, was wir damit machen können. Ich sage jetzt noch, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten drunter. Ich versuche sie zu beantworten. Ansonsten sage ich jetzt noch Ciao und Tschüss. Bis bald, euer Chris. Und viel Spaß mit den Pocket Racern. Schreibt mir mal, ob ihr auch schon einen habt.